Ein herzliches Grüß Gott hier aus Berchtesgaden. Mein Name ist Roland Bayer, ich bin der Leiter des Nationalparks. Mit dem Nationalpark Bayerischer Wald verbindet mich sehr viel Persönliches. Ich bin vor der Haustür des Nationalparks Bayerischer Wald aufgewachsen. Der erste Berggipfel, den ich erklommen habe, war der Lusen. Und wie Sie sehen, hat es dazu geführt, dass ich heute der Leiter eines Gebirgsnationalparks bin. Als Student habe ich den Nationalpark Bayerischer Wald kennengelernt und die große Borkenkäferentwicklung. Und mich hat also sehr früh fasziniert, welche große Dynamik in der Natur steckt. Ich konnte selbst dort vor Ort beobachten, wie die Natur reagiert, wie sich die Verjüngung einstellt und was für tolle Waldstrukturen entstehen, die also viele Menschen begeistern können. Heute beruflich ist der Nationalpark Bayerischer Wald für mich das große Vorbild für das Thema Natur, Natur sein lassen, das Zulassen der natürlichen Dynamik, für die also unsere Nationalparke heute in Deutschland stehen. Ein Ansatz im Naturschutz, der also in die Zukunft gewandt ist und der also sehr viele positive Aspekte beinhaltet, was also die Forschung anbelangt. Also wir können also heute den Nationalpark als wichtige Lernorte nutzen oder als Erholungsraum hier zum Thema beispielsweise Wildnisentwicklung, dass wir also hier unter diesem Aspekt des Themas Natur, Natur sein lassen, zulassen. Also der Nationalpark Bayerischer Wald ist für mich daher, sagen wir mal, der wichtige Trendsetter für diesen Bereich. Und dazu gratuliere ich dem Nationalpark ganz herzlich zum 50. Geburtstag.